Herzlich willkommen zu Pink Artist, der Live-Talk von der HESO mit unserer Band heute am Nachmittag, Damer. Sie spielen im Rahmen von Kultur sind Pink am 22. Oktober in Rothausaue und heute geben sie uns einen kleinen Vorgeschmack auf den Auftritt. Oder besser gesagt, mir ein Interview. Herzlich willkommen, Damer. Hallo. Ihr dürft euch das Mikrofon selbstverständlich annehmen. Guten Tag, hallo. Die machen Indie-Rock, Garage-Rock, steht auf eurer Seite, so ein Zwischending aus Solothurn. Ich habe heute mein rockigstes Outfit überhaupt angelegt. Ihr wirkt fast so ein bisschen brav, wenn man euch sonst kennt. Wieso? Ja, du kannst nicht immer rocken, du musst auch mal können nicht auffallen. Nein, ich weiß auch nicht. Also ich bin auch angelegt wie immer. Und du? Ja, ich eigentlich auch, ja. Ist bei mir auch so, ja. Ja, bei dir bin ich mir noch nicht so sicher. Ich sage das natürlich, weil wer euch kennt, wer schon mal Auftritt gesehen von euch, dem sind ganz sicher als erstes solche doch eher extrovertierten Outfits aufgefallen, die ihr auch habt. Was ist der Hintergrund bei dem? Ist das so ein eine Gegenbewegung zum Indie-Rock, der immer so ein braver wird? Ja, nein, ich finde einfach, das ist auch etwas, wo keine Ahnung, das haben wir von Anfang an immer das so gemacht und das gehört einfach zu Damer. Also, wenn wir einen Auftritt haben, dann ist immer wieder eine Diskussion, wie legen wir uns an. Das ist auch ein gewisses Bild, das wir, glaube ich, einfach vermitteln. Damer Outfit, der Sound, alles zusammen, ja. Genau, es passt also alles ein bisschen zusammen, oder? Die sind, in erster Linie, glaube ich, das erste Wort, das wir in den Sinn kommen, ist wirklich Angst. Was für mich ein gutes Wort ist, weil Indie-Rock-Bands gibt es eigentlich relativ viel. Und durch das Outfit und durch eure Texte und auch, ja, ich komme dann auf andere Sachen zu sprechen, auf Videos, haben die nicht wirklich so ein bisschen ab. Ist das auch das Ziel gewesen oder hat das so gegeben? Liegt das euch im Charakter oder ist das knallharte Strategie? Ich glaube, Strategie müssen wir nicht drüber reden. wir machen echt das, was uns Spass macht. Und, also das mit den Outfits auch, das ist mehr so. Also immer für mich ist so mehr, so jetzt legen wir das an, jetzt sind wir parat, jetzt sind wir auf der Bühne, oder? Das ist irgendwie noch cool. Mhm. Ist auch so ein bisschen eine Art Ritual, um nachher ganz fokussiert zu sein auf der Bühne? Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber einfach so, dass du mal ein bisschen etwas anderes hast, oder? Also irgendwie nicht vollkommen normal irgendwie auf die Bühne gehst. Mhm. Irgendwie so. Was auch auffällt bei euch, das haben schon angesprochen, euer Social-Media-Auftritt. Ihr habt sehr schöne Facebook-Seiten, wo immer wieder Videos auftauchen. Wie kommt es zu denen? zu diesen sehr nicht gestellten Videos, muss man vielleicht auch noch sagen. Ja, genau. ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, einfach vor dem ersten Auftritt, wo wir mal mit einem Kollegen im Keller gespielt haben, haben wir irgendwie ein Video gemacht für den dort und dann haben wir irgendwie das einfach weitergezogen. Und ja, kannst du nicht immer das Gleiche machen. Also, das ist auch wieder wie mit dem Outfit eigentlich, dass wir hier probieren, irgendwie selber auch etwas mehr noch zu machen. Darum probieren wir halt auch bei den Videos immer irgendwie etwas anderes, wo, ja, wo lustig soll sein dort, wirklich. Das ist es zum Glück auch, also habe ich auch gefunden. Ihr habt wirklich schon irgendwie euch auf der Fahrt gefilmt zu einem Gig, wo ihr euch einwärmt oder wieder Tickets an Fans verschenkt. Sehr schönes Video. Und das ist das Nächste, wo ich darauf sprechen möchte. Wirklich eure Fans, die stechen raus, weil sie einerseits sehr treu sind, habe ich das Gefühl. Ich habe schon ein paar Konzerte für euch gesehen. Ihr seht immer wieder die gleichen Nasen. Und sie sind extrem enthusiastisch. Also die gehen ab wie ein Zäpfchen an euren Konzert. Ja, also unsere Fans, die sind wirklich unglaublich. Das haben wir wirklich auch nicht gedacht. Eben, unsere Anfänge haben wir in dem Keller vom Kollegen und dort ist es immer schon richtig abgegangen. Und dann, sobald wir irgendwie an Bandkonzerte anfangen mitmachen, haben wir den Leuten nur geschwingt, wie sie sagen, hey, wir spielen dort und dort. Und dann, die Leute sind gekommen, haben von Anfang an mitgemacht und das hat sich so richtig in so eine ganz kleine Community aufgebaut. Keine Ahnung, wenn wir spielen, dann kommen einfach die Leute und gehen ab. No matter what, egal wie wenig Leute es hat. Und das ist wirklich richtig geil und auf die können wir immer zählen. Und ja, das macht richtig Freude. Es macht natürlich noch viel mehr eine Freude, im Bandraum Vollgas zu geben und auch den Auftritten alles zu geben. Aber das hat sich einfach irgendwie so entwickelt, oder? Da kann man nicht gross darauf Einfluss nehmen, nehme ich an. Nein, ich glaube es nicht, oder? Also ich glaube, es hängt echt damit zusammen, dass unser Kollegenkreis, wo das alles so entstanden ist oder entsteht, dass die einfach schon alle so gut drauf sein halt. ja.
Und dass natürlich also, euer Sound auch ziemlich cool ankommt. Ja, es hat halt vor allem Dancebeats drin, die halt echt zum Tanzen gemacht sind, oder? Genau. Genau. Ein Satz auf eurer Webseite oder auf eurer Facebook-Seite ist auch, mit der Veränderung von der Band sind Gitarre-Riffs immer einfacher geworden. Heisst das, man hat einfach die Musik einfacher gemacht, oder? Wie muss man das deuten? Das weiss ich jetzt gar nicht, wo das steht, aber ist egal. Ja, wir sind halt einfach drei. Das ist schon teilweise recht schwierig. Also singen und noch ins Instrument spielen, wir sind alle nicht irgendwie... Wir gehen nicht als Konzi oder so, oder? Wir machen das einfach zum Spass. Ja. Also ich glaube, das kommt von dem. Und möglichst einfache Musik zu machen mit möglichst wenigen Sachen ist eben teilweise fast schwieriger, denke ich mir, als wahnsinnig ausgefüllte Sachen. Dass man noch Leute kann erreichen mit dem überhaupt. Und dass nach das Letztere klingt, das hat er auf jeden Fall bewiesen. Unter anderem eben an mehreren Bandcontests, die du schon gewonnen hast, in der Region. Ihr habt als eine Belohnung von dem, oder am Open Air Etzika spielen. Wie war das so, der Auftritt? Ist das etwas Spezielles gewesen? Also ja, das ist natürlich, das ist super gewesen dort, ja. Das erste Mal auf eigentlich so einer grossen Bühne, oder? Im Open Air, wo andere Acts haben gespielt, wie Loh und Ledüge war das Stress. Vergiss nicht den Baschi, der war super ja. Cool gewesen und blond. Und der Ritchie natürlich. Nein, ist schon geil, eben, wenn du so siehst, du spielst dort auch. Der Name von deiner Band ist auch dort, ist geil. Aber auch das Ganze drumherum ist natürlich etwas völlig Neues für uns, was wir vorher noch nie so erlebt haben. Mhm. Und auch dort eben, sind natürlich die Fans wieder rum. Es war einfach, ja, einfach zu geil. Das ist definitiv einfach ein Faktor, der bleibt bei euch, egal wo ihr spielt, egal von wie vielen Leuten, in welchem Kaff oder an welchem Anlass, jetzt selbst durch ESO, hat es wieder Leute von euch, die scheinen euch einfach zu verfolgen. Ja, ich glaube, da können wir nichts dagegen machen. Also, da wollen wir auch nichts dagegen machen. Also, es soll nur so weitergehen. Die spielt gang irgendwann, wenn man so ein bisschen auf eure Seite schaut. Morgen geht wieder nach ESO. Mal zu Gelafingen, mal zu Solothurn, mal zu Kriegstätten. Habt ihr eigentlich noch Zeit, um auch noch proben? Und um so ein bisschen etwas zu entwickeln? Oder seid ihr eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne? Ja, also jetzt in letzter Zeit haben wir, glaube ich, schon ein paar Gigs gehabt, wo wir immer so ein bisschen das gleiche Set haben gespielt. Aber wir probieren wirklich für jeden Gig irgendetwas Spezielles zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas mega Wichtiges für uns. Und wir sind so ein bisschen die drei Typen irgendwie. Wir überlegen gar nicht zu viel. Wir sagen, was machen wir noch? Und er sagt irgendeiner etwas. Und er sagt, hey, das ist doch geil, komm, wir machen das. Und es kommt irgendwie immer noch recht gut an. Aber ja, vom Songwriting her, müssen wir uns schon Zeit suchen. Wir finden es ja schon, aber ab und zu, oder, wenn du Gig und Gig wieder hast, dann findest du eigentlich nicht wirklich viel Zeit für das. Aber wir haben schon so die Gigs, wo wir sagen, dann wollen wir sicher ein paar neue Songs haben. Ja. Das ist natürlich genau das, was ich jetzt entlocken wollte, oder? Gibt es neues Material? Ist etwas im Tun? Ja, es ist sicher recht viel im Tun. Also man kann gespannt sein auf den 22. Oktober. Morgen kann man natürlich auch schon gespannt sein, an Heso. Aber ich glaube, am 22. Oktober wird das ganz ein guter oben. Da freuen wir uns natürlich sehr. Das ist auch das Stichwort für mich. Nämlich am 22. Oktober spielt Damer in der Rothaushalle im Rahmen von Kultusi Pink. Vorher noch einmal live zu sehen, morgen nach ESO. Und bevor wir jetzt rausgehen, habe ich für euch noch ein kleines Spiel vorbereitet. Wo ja, vielleicht so ein Typ entgegenkommt, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Es ist ein Assoziationsspiel, sprich, ich sage einen Begriff und ihr könnt einfach sagen, was nach als erstes in Sinn kommt. Alle drei zusammen, in ein Mikrofon. Am besten in Chor, ja. Okay. Kaffeemaschine. Ein Song von Damer. Das war klar. Gölle. Fensu. Nein, ich weiß, was das heißt. Ein Dobu. Okay. Swiss Music Award. Interessiert mich nicht. Schwingerzelt. Ü18, fette Party. Jugendzelt. Damir. Voilà, ich glaube, so haben wir schon euren Charakter ein bisschen kennenlernen. Sehr geradeaus, sehr spontan und aufs Einfache fokussiert auch. Ich meine, auch soll es so ein bisschen zum Bandnamen kommen, oder? Das war auch so eine Idee gewesen. Ja, genau.
das war meine Idee. Ja, das hat halt echt so eingeschlagen gerade und geprätscht. Und so ist es irgendwie. Also ich finde, mit diesen zwei Wörtern, das kannst du einem sagen auf der Straße und merkst gerade, ob es ein Idiot ist oder nicht. Also wenn er dich wegen dem nachher kommt, anmachen, weißt du, ah, das ist irgendein Problem. Aber eigentlich sind es ja nur zwei Wörter, die deine Mutter heissen. Vielleicht ist deine Mutter ganz nett, vielleicht hat sie gruselige Haare, ich weiß es nicht. Oder? Aber das ist sehr machtvoll irgendwie, aber irgendwie auch nicht, das, die zwei Wörter. Und genau die zwei Wörter sprechen auch sehr für den Sound, für das Konzerterlebnis. Das ist wirklich etwas, das einem mit ins Gesicht geht, wenn man das schauen kann. Geht es ausprobieren, geht es hören. Monarch Heso oder am 22. Oktober bei Kultusi Pink. Vielen Dank euch, seid ihr da gewesen, Damer, bei Pink Artists. Merci. Und Dankeschön. Euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke.